Moin, meine Freunde, und willkommen zurück zum neuen Abenteuer. Also, ich habe ein bisschen gecraftet und unter anderem habe ich auch mal eben 600 Mehl und 600 Weizen vorgefertigt, damit wir jetzt auch Brot backen können. Und zwar das schöne Weißbrot. Wir haben nämlich noch Eier, habe ich gesehen. Ganz viele Eier. Und bevor die alle schlecht sind, machen wir lieber Brot. Das können wir gut verkaufen. Außerdem haben wir keine Wooden Bowl mehr. Ich wusste es nicht, aber für das Stew oder was auch immer wir an Suppen machen, müssen wir jetzt auch immer Wooden Bowls herstellen. Wenn wir das Zeug gegessen haben, ist die Wooden Bowl auch wieder verfügbar. Wenn wir es verkaufen, müssen wir eine Menge Wooden Bowls herstellen. Da wir das eigentlich verkaufen wollen, weil wir ja die Karotten haben. Naja, es ist wie es ist. Meat mit Wavy, mit Soße. Hm. Also, wir wollen das richtig gute Weißbrot machen. Da brauchen wir nämlich nur Eier für. Und die Eier kriegen wir auch. Wenn wir jetzt jemanden noch da reinschicken, der sich um die Gänse kümmert. Wir haben nämlich, die Gänse sind nämlich gefüttert. Der Vitomir ist 7. Er ist gelb, unser neuer Erbe. Grün. Komm ich auf gelb, lol. So, also wir haben einige Kinder im Dorf, die werden irgendwann arbeiten können. Da freue ich mich schon drauf. Denn wir werden jede Arbeitskraft benötigen. Du machst nichts. Also wirst du jetzt in Zukunft dich um die Gänse kümmern. Ah, hier. Ansonsten haben wir alle am Arbeiten. Bertha, ganz frisch geboren. Also, ihr seht, die Population geht immer weiter hoch. Ich habe auch noch Häuser, die wir bauen können, notfalls. Aber ich habe keine Arbeiter mehr. Und so schnell kriegen wir auch keine. Wir haben die Iron Messer. Ich habe die Iron Äxte gemacht. Die Pickaxe. Ich hatte eigentlich noch eine Pickaxe. Die Iron, wir werden nämlich jetzt verkaufen gehen. Flux, Leder, Limestone, Stroh können wir verkaufen. Nehmen wir mal 300 mit. 100 Öcken haben oder nicht haben. Ne, das macht schon einen Unterschied. Und die edlen Schuhe. So. Simple Back. Den lassen wir hier als Backup. Und dann verkaufen wir das Zeug jetzt. Komm, alle verkaufen. Habe ich nur mitgenommen jetzt? Aus Versehen. Simple Back. So Leute, wir haben alles viel verkaufen und heute werden wir, das seht ihr hier ganz groß, nach Hornica reiten und dort die Quest des Königs machen. Und vorher müssen wir schnell hier in der Mine die Spitzhacke abgeben. Wir werden auch noch eine Spitzhacke bauen. Das waren 4 Eisen, ein Stock. Nein. Ein Lock und 4 Eisen. Komm. Wir wollen nicht so gnießig sein. Wir machen 2 Spitzhacken. Weil Eisen ist die Kernsubstanz, die Kernmineralien, die wir jetzt benötigen, um unser Dorf am Leben zu halten. Also wir müssen immer darauf achten, dass wir genug Pickaxe haben, weil ich will nicht immer bis hochrennen zur Mine. Ich weiß, wir können die auch im Arbeitslager lassen, aber es ist nun mal viel schöner und ich habe eine Übersicht, was kann ich verkaufen, was kann ich nicht verkaufen. Ich denke, ein bisschen Ordnung, ein bisschen Struktur hat noch niemand geschadet. Dann können wir jetzt auch mal 10 Sekunden warten, bis die letzte gebaut worden ist. Und dann, Leute, geht es weiter. Ich trage so viel. Natürlich trage ich so viel. Wir werden jetzt auch Richtung... Da laufen die Jungen schon. Wir werden auch jetzt hier Richtung Dings gehen. Richtung Pferd. Haben wir irgendwas, was wir noch vorher hier abgeben müssen? Ja, die Iron Knife habe ich für die Jagdhütte 2 gemacht. Ja, ich weiß, du bist unzufrieden. Ist mir egal. So. Kein Knife mehr, ha? Huh?
Zum Glück habt ihr mich. Dann könnt ihr wieder arbeiten gehen. So. Was bist du? Greifst du mich an? Du bist mir aber auch eine. Und was machst du da? Guck mal, habe ich dem Schweinchen nicht schön beigebracht, im Sitzen zu scheißen? Oder? Hat mich einen halben Tag gekostet, aber jetzt kann er das. Und als nächstes will ich ihm eine Toilette bauen. Eine Toilette, die er schön sammelt, damit wir damit wieder die Felder bespritzen können. So ist das nämlich. So läuft das. Und wir müssen Bowls herstellen. Wir haben ja immer noch genug. Wir können ja sagen, okay, mach ein bisschen Bowls im Hintergrund, weißt du? Wo ist das Ding denn jetzt? Wir haben so viele Gebäude, wir verlieren langsam die Übersicht. So, da wir jetzt Bowls brauchen. Hier. Loks haben wir. Wie bist du denn da reingekommen in das Gefängnis? Hä? Ja, da hast du auch keine Antwort drauf, hä, du Lümmel. Ja, den Fishing Spear hier rein. Und geben wir dem noch hier ein Messer. Kann ich aus den Fischen ein Fischfilet machen. So, den Rest können wir verkaufen. Nee, erst zum Holzfäller. Na, ich kann dich jetzt auch rufen. Wusstest du das? Ich habe die Fähigkeit mir geholt und das Skills, dass ich dich rufen kann. Unter Farming findet ihr die. Village Whistleblower. Whistle to summon your mount. Wie kann ich jetzt das Pferd rufen? Aha. Furnitures and Decoration. Das haben die auch komplett neu gemacht. Du Limmel. Handcrafting. Building. Dances. Hm. Ich weiß nicht, wie ich dich rufen soll. Soll ich dich Beate rufen? Beate! Ja, ist auch nicht schlimm. Man kann nicht alles sofort können. So. Ja, Schweinchen, renn. Denn ich überrampel dich. Und sieht gut aus, vielleicht will mich das Schwein wirklich angreifen. So. Und dann haben wir jetzt in jedem Produktionsgebäude, außer der Mine, all die Ressourcen, die wir benötigen. So. Bist du denn? Äxte. Vielleicht gebe ich die ab. Und zwei davon. Hä? Ist auch das was? Was meint ihr? Wir haben jetzt zwei Eisenäxte reingegeben. Jetzt können wir mal schätzen, wie viel gibt das an HP? 294. Das heißt, zwei Äxte haben die. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich das da zusammenstellt. Den Überblick verloren. Ach ja, wir müssen zur Mine. Ja gut. Eigentlich können wir noch Fleisch mitnehmen, die ganze Sacktasche. Und verkaufen. Aber fürs Fleisch kriegt man nicht so viel Geld. Also, wir machen heute Safety Quest vom König. Aber vorher müssen wir noch in unser Dorf. Okay, Pferd hat keine Ausdauer mehr. Über Stock und Stein reiten wir in die Freiheit hinein.
Schneller, Pferdchen, schneller. Schneller, Bella. Wir haben jetzt noch ein Update, damit kann das Pferd noch schneller reiten. Hui. Da bist du aber... Boah. Joho. Und, wer von euch ist schon auf dem Dach geritten? Ich bin es. Ich bin ja auch cool. Okay, jetzt, wo wir drüber geredet haben. Fräulein, ich habe hier was für Sie. Kann ich bei dir etwas helfen? Ob ich das jetzt schon kaufe? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt schon kaufe. Warum? Du denkst doch etwa daran in einem anderen Dorf? Gehst in andere Dörfer? Ja, okay, machen wir. Noble Schuhe. In welches Dorf sollen wir die bringen? So, die Pickaxe brauchen wir. Ah, ich habe die Iron Shearing vergessen. Egal, die werfen wir gleich ins Vorratslager. Wegen der Schaftussi, damit die da, damit das Fräulein uns die da machen kann. Scheiße. Dass du nicht im Kopf hast, ne? Na, egal. Und dasselbe. Und egal. Nähe mich. Nähe mich. Was ist das denn für eine Quest? Deliver to Matilda. Also lass mich raten, Matilda ist genau da, wo wir nicht hin müssen. Matilda ist hier. Gut, wir gehen zur Quest, wir holen die Quest und dann reiten wir zurück auf dem Weg. Ne? Irgendwie so. Obwohl, wir können auch hier lang jetzt dann nach Hornica. Ich glaube schon, dass wir den Rest in Hornica komplett verkauft kriegen. Gehen wir nur einmal schnell an die. An unseren kleinen Stützpunkt zum Steine schlagen. Ruhe! Geht ja langsam hier los. Was fehlt denn hier? Hey Leute, hier ist alles kaputt. Kümmert sich überhaupt jemand um die Gebäude? Ja, genau. Die faulen Hunde. Warum habe ich jetzt eine Pickaxe? Die wollte ich da rein. Hier kommen die Pickaxe rein. Da müsste der jetzt irgendwie 300 Pickaxe haben. 210. Also ich weiß nicht, wie sich das da komplett zusammenrechnet. Aber naja. Können wir noch mehr verkaufen? Wenn hier neue Ledertasche voll machen. Lachs. Nee. Achso. Bei Loks. Oh, du bist auch kaputt. 4 Loks, 6 Loks. Was brauchst du hier oben? Und 6 Blanken. Also 4, 6 Loks und 6 Blanken. Und 6 Blanken. Also wenn wir schon mal hier hoch sind, wir gehen ja nie hier hoch, können wir das auch eben reparieren. Das heißt, na, wir kümmern uns nicht um unsere Siedlung. Und jetzt schnell wieder zurück, wie der Blitz. So, jetzt sind wir endlich hier und können direkt weitermachen. In den Ehren des anderen Dorfes bat mich, hier hinzukommen, dir das zu geben. Das ist gut, aber nicht im Vergleich zu meiner Arbeit. Ihr uns zeigt ihr das. Gott. Hin und her.
Bringen wir zu dem. Warte, Fräulein, Sie könnten uns noch helfen, indem Sie unser Zeug kaufen, das wir nicht brauchen. Also, noble. Was dürfen wir denn jetzt behalten? Noble Schuhe behalten und Fürhotz. Also den und die noblen Schuhe. Die kann ich ab. Kann ich verkaufen. Und dann ist sie schon pleite. So, dich hätte ich ja gerne mitgenommen. Du brauchst deinen Ruf auf. Reputation. 14.000 Reputation. Leute, 14.000 Reputation. Wie viel Phoenix-Quest müssen wir denn dafür machen? Ich werde verrückt hier. Was brauchst du? Ich brauche wirklich neue Stiefel. Wir müssen eh nach Hornika, dann machen wir das. Kriegen wir nochmal 300 Coins. Zeig mir die Ware. Ich will nichts von dir kaufen. Ich will dir verkaufen. Also, gib mir mal hier. Das hier. Warte mal. Wir könnten der Frau doch jetzt auch sagen, dass wir die haben. Nee, haben wir nicht. Okay. Gut, der Tag ist vorbei und wir reiten weiter. Unterwegs müssen wir auf jeden Fall was trinken, sonst sterben wir. So Leute, wir sind endlich in Hornika angekommen. Boah, hat ja ewig gedauert. Da ist der Herold. Aber vorher... Rennen wir noch schnell. Rennen! Rennen, wie du noch nie in deinem Leben gerannt bist. Gut, danke dir. So, wir können hier noch Eisenpfeile verkaufen. Und noch jemand, der handelt. Du! Jan! Du Narr, du alter Räuber, du! Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ne? Ja. Ich glaube sogar, diese Folge wird so ein Mehrteiler. Also, dass wir die Quest in mehreren Teilen machen müssen. Können wir auch noch ein bisschen verkaufen. Die geben auch viel mehr jetzt, ne? Also wir können die Sachen, guck mal, wir können die Sachen viel teurer verkaufen als früher. Ich habe ein bisschen verbessert. Guck mal, eine Eisenarm-Axt verkaufen wir jetzt für 113. Das heißt, sie sind viel teurer als die Eisenhammer. Wir werden deswegen die Produktion auf Eisenäxte umstellen. Die wiegen natürlich auch ein bisschen mehr, aber 1,5 und dafür fast... Doppelte. Und von den Ressourcen hast du dasselbe. So, wir brauchen was zu essen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Irgendwas, was schön sättigt. Ein Fladenbrot. 112. Aber die will uns auch ausziehen. Stew. Die gibt 35. Oha. Rote Beete-Suppe ist am teuersten. Vielleicht sollte ich aufhören, auf Karotten zu gehen und dafür rote Beete einpflanzen. Porridge. Selbst Porridge? Na, gibt nicht. Potage aus Kohl und Fleisch. Mehr Kohl. Gut, wir kaufen jetzt einmal Preis-Leistung. Zwei davon besser. Zwei davon auch. So, dann geben wir dir ein bisschen hiervon. Guck mal, da passt das. Futtern. Futtern wie die Könige. Wir haben die Schüssel nicht zurückgegeben. Also, ich muss mich korrigieren, wenn ich heute gesagt habe, wir bräuchten Schüssel und die würden wir zurückkriegen. Gelogen. Schwachsinn. Gelogen. So. Hallo Manfred. Ich habe gehört, du kürzt vom König. Grüße, ich bin hier im Auftrag seiner Majestät König Gustav der Generous. Geniale? Keine Ahnung. Ich habe eine Aufgabe für die Menschen in diesem Tal. Wie alt ist der König eigentlich? Das interessiert mich. Unser König ist 20 Jahre alt.
Okay, in Ordnung. Vielen Dank für die Information. Ist es zufällig bekannt, was der König von mir hält? Der König kennt dich und dein Volk nicht so gut. Okay, das werden wir ändern. Was will der König? Die Pest hat viele Teile des Königreichs ruiniert. Der König bittet seinen Untertanen, Material zu spenden, um die zerstörten Gebiete wieder aufzubauen. Ja klar, wir helfen. Wunderbar. Ich warte auf die Lieferung. Wenn du nicht alles hierher tragen möchtest, denk daran, dass du es in deinem Lager lassen kannst und mir davon erzählst, vorausgesetzt du besitzt eins. Ich werde alles dann später abholen. In Ordnung. Yay. Yeah. Talk to Huberta. Nee, ich talk nicht to Huberta. Challenge. 150 Loks, 90 Steine, 60 Eisen. Was? Okay, Leute. Also, ja, wir müssen Loks sammeln. Wir werden einiges an Loks sammeln. Dafür kriegen wir 300 Dynastie-Reputation, Leute. Also, nächste Folge fällen wir Holz für den König. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Toshi. Ciao.